Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute ist Montag und ja, der Montag fängt schon mal gut an mit einigen Updates und ja, Black Friday-Angeboten auf Amazon. Ja, ich möchte euch nicht gerne so lange auf die Folter spannen, deshalb fange ich jetzt einfach mal an, bevor ich hier wieder zu viel quatsche. Genau, Kevin allein zu Haus Teil 1 und Teil 2 auf Blu-ray für 8 Euro. Muss ich jetzt sagen, klar, es sind ältere Filme, die meisten von euch, oder ich glaube, ich habe auch eigentlich die auch zu Hause, obwohl ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es noch nicht zu Hause. Aber ich sag mal, für quasi neu für zwei Filme 8 Euro finde ich trotz des Alters ein sehr, sehr gutes Angebot. Also richtig, richtig fair und gerade ist ja auch gerade die richtige Weihnachtszeit oder bald die richtige Zeit für. Ja, für die Reihe. Auf jeden Fall geiler Klassiker, also die ersten beiden Teile. Die anderen kenne ich nämlich gar nicht. Es gibt ja auch etwas mittelprächtigere Fortsetzungen. aber die habe ich übersprungen damals. Genau. Dann geht's weiter mit The Good Shepherd. Genau, das ist ein Film von Robert De Niro und mit Robert De Niro. Den habe ich damals, ich glaube sogar, ach, ich bin gar nicht mehr so sicher, ob ich den im Kino gesehen habe. Auf jeden Fall habe ich schon länger das Steelbook hier angelacht. Ja, das Blu-ray Steelbook. Und ja, für 9, also nicht mal, für 8,49 € finde ich persönlich einen wirklich klasse Preis. Kann man wirklich nichts sagen. Ich glaube, der Film war, fand ich damals ein bisschen langsam. Aber vielleicht würde mir der heute besser gefallen. Aber auf jeden Fall auch finde ich ein richtig cooles Angebot. Dann geht's weiter mit einem Klassiker, High Noon. Ebenfalls, oder hier diesmal im Mediabook, nicht ebenfalls im Steelbook, sondern im Mediabook mit der DVD und Blu-ray für gute 10 Euro. Finde ich auch ein sehr, sehr schönes Angebot. Klar, die 10 triggert einen so ein bisschen, dann hätte es ja durchaus auch 9,99 machen können. Aber ich finde es auf jeden Fall trotzdem ein cooles Angebot. Auch ein schönes, recht minimalistisches Cover und Design. Der Film ist ja auch, glaube ich, in Schwarz-Weiß und passt dann auch dementsprechend gut dieses Design dazu. Dann Bad Boys for Life. Genau, jetzt als 4K UHD Blu mit Blu-ray, also plus Blu-ray, für knappe 12 Euro. Glaube ich, ist in Ordnung auf jeden Fall. Auf jeden Fall für alle Fans der Reihe definitiv ein Blick wert. Dann Godzilla vs. Kong. Den habe ich ja, wenn ich mich recht erinnere, im Kino verpasst. Weil ich muss sagen, es ist nicht ganz so meine Reihe, aber ich finde trotzdem, es ist ein cooles Angebot. Gute 12 Euro für die 4K. Auch mit der Blu-ray dabei. Also zumindest laut Amazon. Auf jeden Fall kann man da nichts falsch machen. Für alle Fans. Genau, denn hier Young Guns wollte ich auch noch zeigen. Das Steelbook ebenfalls für knapp 13 Euro. Das ist ein sehr, sehr schönes Cover, wie ich finde. Ich habe den Film noch nie gesehen, aber ich finde, also mir ist der aufgefallen und ich finde das Cover halt cool irgendwie. Deshalb wollte ich den mal gern zeigen. Weiter mit Manta Manta. Ich weiß gar nicht, warum ich den hier reingenommen habe. Ich habe den ersten Teil nicht gesehen. Ich bin auch kein Fan von Til Schweiger und so weiter. Aber ich glaube, es gibt dann, man will es gar nicht glauben, aber es gibt wirklich Fans oder auch Leute, die den Film auch wirklich sehr gern gesehen haben, glaube ich, und auch mochten. Und da jedem auch gegönnt, der den Film mag. Ich kann auch nichts dazu sagen. Wie gesagt, ich will den Film auch nicht schlecht machen oder so. Aber hier auch das Steelbook für nicht mal 13 Euro. Finde ich auch in Ordnung. Wirklich. Und so lange ist der ja auch noch gar nicht. Obwohl schon einige Zeit, aber ja, trotzdem. Dann The Ring. Drei Filme auf Blu-ray für knapp 14 Euro. 13,47. Finde ich total in Ordnung. Also, das sind quasi unter 5 Euro pro Film. Also so 4,50 € ungefähr. Und, oder richtig? 4,50. 3 mal 4 sind 12. Und dann nochmal jeweils 50 Cent. Ja, genau. Da sind wir bei knapp 4,50 € oder 4,49 € pro Film. Ist auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall nicht meckern. Ist ein gutes Angebot. Definitiv. Dann The Batman mit Robert Pattinson. Die 4K mit Blu-ray zusammen für knapp unter 14 Euro. Ist definitiv auch ein gutes Angebot, finde ich. Und ich muss gestehen, ich habe bis heute habe ich nicht gesehen den Film. Und ich weiß, es ist einer dieser Filme, der wurde damals echt krass gehypt und kam ja richtig gut weg, auch bei den Fans und bei den Kritiken und so. Und irgendwie tönt mich das manchmal ab. Also ich gebe auch zu, ich habe auch keinen Bock mehr so auf Batman. Ich kann Batman irgendwie nicht mehr sehen, weil irgendwie, also gefühlt jedes zweite Jahr kommt ein neuer Batman raus, irgendwie mit dann derselben Story, mehr oder weniger.
Also wird rebootet und so. Aber ich weiß, ich muss mir den geben. Ich weiß, der soll gut sein. Und also Schande über mein Haupt, muss nachgeholt werden. Dann geht's weiter. Dune, der erste Teil. Ebenfalls in der 4K-Blu-ray-Variante für unter 14 Euro. Ein sehr monumentaler Film, sehr bildgewaltig. Habe ich damals im Kino gesehen. Wirklich sehr, sehr nice. Auf jeden Fall. Ich fand ihn, glaube ich, damals, also was mein Problem war, glaube ich, bei dem Film, war, dass ich mich mit den Figuren nicht so identifizieren konnte. Ich glaube, jetzt so keine Figur so richtig, die ich sympathisch fand oder wo ich jetzt dachte, so, boah, yeah, cool. Und das hat irgendwie so ein bisschen die Connection für mich so. Da hatte ich so richtig keine Connection zum Film irgendwie. Das hat mir dann so ein bisschen, ja, dadurch fand ich den etwas langweilig. Aber trotzdem sehr beeindruckend, visuell auch wunderschön und auf jeden Fall geiler Preis. Dann der Super Mario-Film. Ja, den habe ich auch im Kino gesehen. Weiß gar nicht mal, mit wem ich den damals gesehen habe. Mit einem Kumpel. Und da waren echt, glaube ich, nur noch Kinder, glaube ich, neben uns. Und ich muss sagen, ich fand den damals richtig gut. Der hat mir einfach gefallen. Man bekommt einfach das, was man erwartet. Und ja, mehr soll es ja auch nicht sein. Ne? Einfach Spaß, lustig, unterhaltsam. Und ich glaube, was ich irgendwas hat mir. Irgendwas fand ich, glaube ich, schade. Ich glaube, ich fand es schade, dass sie, glaube ich, im Film gibt es ja so eine Kampfsequenz, also so ein bisschen, also wir jetzt nicht spoilern, aber ich glaube, die Leute, die den Film gesehen haben, wissen, was ich meine. Und ich finde, die hätte man ersetzen können mit so einem, ja, mit so einem Super, mit so einem Mario Kart Race, dass man da hätte eine Anspielung drauf machen können, finde ich. Anstatt mit dem Kampf irgendwie. Das war der einzige Kritikpunkt, aber den ich jetzt hatte. So. Sonst fand ich den echt super und den werde ich mir definitiv auch holen. Also auf irgendeine Art und Weise. Sei es Blu-ray oder als 4K, mal gucken. Dann Dungeons and Dragons. Das ist ein Film, den habe ich als ja, Überraschungsfilm gesehen. Muss sagen, ich war wirklich sehr überrascht von dem Film. Also ich bin jetzt nicht so der klassische Fantasy-Fan. Also ich finde so Elemente zwar mal ganz cool, aber irgendwie hätte mich der erst gar nicht so angemacht von dem Trailer, was ich gesehen habe. Und dann lief ich, sag ich dann halt im Kino. War quasi, konnte mich jetzt nicht, konnte quasi jetzt nicht rausgehen. Oder beziehungsweise lief der dann einfach los und dann, ah, okay, alles klar, der Film. Und da muss ich echt sagen, hat er mich wirklich überrascht. Lustig, auch sehr leichtfüßig, der Film. Nicht zu schwer, nicht zu groß, monumental, sondern recht, ja, einfach unterhaltsam, leichtfüßig und lustig auch einfach. Also kann man, das ist eigentlich das, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also, das ist kein Herr der Ringe natürlich, ne, aber wie gesagt, alles sehr bisschen lockerer und so. Ne, das fand ich auf jeden Fall sehr cool. Auch hier Captain Kirk, auch toller Schauspieler. Auf jeden Fall auch sehr, sehr guten Job gemacht, finde ich. Und für hier nicht mal 14 Euro als 4K und Blu-ray, definitiv, ja, kann man machen. Dann, oh ja, ein Klassiker, mehr oder weniger. Also, ich finde jetzt schon, ist jetzt schon ein Klassiker. Top Gun Maverick, also der zweite Teil von Top Gun. Ich finde den Film einfach so genial. Das ist eigentlich so einer meiner Highlights der letzten 10 Jahre oder vielleicht noch länger. Mal gucken. Klar, der wird kein, oder ich weiß nicht, hat der Oscars gewonnen? Der wird jetzt kein, hat jetzt kein Oscar für das beste Drehbuch gewonnen, aber ist einfach ein unterhaltsamer, spaßiger Film. Also dafür, also ich finde, für solche Filme geht man ins Kino. Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde es einfach, ich fand cool. Einfach, hat einfach Spaß gemacht. Ich habe den, glaube ich, 3 Mal im Kino gesehen oder so. Und mir hat dann sofort gekauft. Ich habe es, war, glaube ich, so einer der. Oh krass, war das wirklich so, glaube ich. Es war, glaube ich, einer der einzigen Filme. Ich glaube, ich habe bis jetzt nur 3 Filme oder 2 mir digital gekauft. Und da kam er damals zuerst digital raus zum Kaufen. Und ich konnte es einfach nicht erwarten, den wiederzusehen, dass ich mir tatsächlich damals einfach den Film digital gleich gekauft habe. Und danach dann irgendwie, weiß nicht mehr, wann das war, glaube ich, ein paar Monate später dann die Blu-ray. Und echt krass, weil ich kaufe eigentlich keine digitalen Filme sonst, also keine Filme digital, also entweder maximal ausleihen oder halt Netflix und so weiter. Oder halt dann wirklich nur Blu-ray. Also eigentlich kaufe ich halt lieber, also mein Standardkonsum ist eigentlich Kino gehen und dann Blu-ray kaufen. Und sonst eigentlich nichts. Oder halt ab und zu mal Netflix und so weiter, aber ich gucke jetzt, ich kaufe mir jetzt keinen digitalen, also digitalen Film oder so. Das ist nicht so mein, weil ich finde, da hat man irgendwie nichts so in der Hand irgendwie, finde ich. Und irgendwie, ich weiß auch nicht. Also außer jetzt einmal den Fall, hatte ich einen Film, der hatte, glaube ich, geliehen und gekauft genauso viel gekostet. Das war, glaube ich, ein etwas so ein unbekannterer Horrorfilm, glaube ich, für 4 € oder so. Den konntest du quasi für 4 €, das war wahrscheinlich eine Aktion oder sowas wahrscheinlich, für 4 € konntest du den leihen für 2 Tage oder halt für 4 € kaufen in HD. Das war, glaube ich, auf Apple TV war das. Das war der Sweetheart. Das war der Horrorfilm auf der Insel mit Sweetheart, heißt der Film. Ist, glaube ich, bis heute noch nicht auf Blu-ray rausgekommen, leider.
Aber den fand ich auch cool. Dann Joker, aber nicht der zweite Teil, sondern der erste Teil. Ich muss zugeben, ich finde Joker ein bisschen überhyped. Also ich habe den ersten Teil gesehen, finde den auch cool und so, habe da total Respekt davor. Und klar, die ganzen Parallelen zu Taxi Driver sind natürlich nicht zu übersehen. Aber ich fand irgendwie, ich hatte das Gefühl, ja, das hast du alles schon mal irgendwie gesehen, auf irgendeine Art und Weise. Klar, es ist im neuen Gewand und auch toll gemacht, definitiv. Aber ich fand, wurde irgendwie zu sehr gehypt, fand ich irgendwie. Also ich war ein bisschen enttäuscht eigentlich. Und den zweiten Teil habe ich mir den auch nicht gegeben, weil ich auch nicht so wirklich. Also ich fand den Trailer eigentlich total spannend und cool und so weiter. Der hat mich richtig gelockt eigentlich. Und da habe ich halt die Bewertungen gesehen und habe einfach gedacht, boah, krass, ich glaube, der wird mir nicht gefallen und habe da einfach keinen Bock drauf gehabt. Aber trotzdem, gutes Angebot hier für unter 14 € die 4K und normale Blu-ray. Ups. So. Dann geht's weiter mit Tom Cruise. Mission Impossible Dead Reckoning. Teil 1 im Prinzip. Ah, das ist interessant. Jetzt haben sie anscheinend. Das ist ja wirklich interessant. Hieß ja mal Dead Reckoning Teil 1. Und jetzt war ja der Final Reckoning, kommt ja jetzt nächstes Jahr. Jetzt haben sie das Teil 1 anscheinend offiziell sogar. Haben sie das eliminiert, anscheinend. Das ist ja wirklich interessant. Sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall hier auch in der 4K- und Blu-ray-Version für unter 14 €. Wenn ich mal kurz hier reinschaue, da steht das auch drin. Das ist echt krass und sehr interessant. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall fand ich einen coolen Film. Also mit Mission Impossible macht man eigentlich nichts falsch, finde ich. Da kann man eigentlich jeden Teil gucken, bedenkenlos zugreifen und zu dem Preis sowieso. Dann noch ein etwas älterer Film von Christopher Nolan, sein Erstlingswerk Following. Das ist ein Film, ich glaube auch in Schwarz-Weiß, glaube ich, genau. Den hat er damals mit seinen Freunden zusammengedreht, auch für recht wenig Geld. Also war es eine Independent-Produktion, soweit ich weiß zumindest. Auch 4 zu 3 auch sogar. 70 Minuten. Und auf jeden Fall für Nolan-Fans, glaube ich, eher. Ich denke mal, es ist jetzt kein Film, den man sich mal so nebenbei wahrscheinlich anschaut. Gerade wenn es sein Erstlingswerk ist, aber ich denke mal, für Nolan-Fans definitiv. Ich habe ihn bis heute noch nicht gesehen, aber eigentlich, wow, eigentlich schon, finde ich ein sehr gutes Angebot, ehrlich gesagt. Mediabook, Blu-ray und DVD für 13, 14 €. Also das Mediabook. Das ist eigentlich ein fairer Preis. Was ist da noch mit dabei? Auch einiges an Bonusmaterial. Das Booklet mit Eintrag von Filmwissenschaftler Markus Sticklegger. Auf jeden Fall glaube ich. Also für den Preis definitiv lohnenswert. Vorher hat es 20 gekostet. Also war jetzt auch nicht eines der teuersten Mediabooks, aber auf jeden Fall cool. Dann Marvel. Thor: The Dark Kingdom. Das 4K Mondo Steelbook. Die sind ja, glaube ich, auch recht beliebt. Und krass, für 18 €. Knappe 18 €. Ist echt gut, finde ich. Also ich bin mittlerweile aus den Marvel-Dingern irgendwie so halb raus, weil ich irgendwie sehr übersättigt bin von Marvel, muss ich zugeben. Und klar, wenn jetzt ein neuer Iron Man Film kommen würde, würde ich sofort reingehen. Aber ich kaufe mir eigentlich nichts mehr von Marvel. Und hier Thor Love and Thunder, ebenfalls für 18 € das Steelbook in 4K. Das ist eigentlich das ist auch 4K. Das ist echt ein guter Preis. Das ist echt, also für Thor-Fans definitiv ja, ein Grund zuzuschlagen. Und hier Ant-Man, da mag ich schon wieder. Also Ant-Man mag ich schon wieder mehr. Da habe ich dann auch, hab auch die ersten drei Teile von Ant-Man habe ich zu Hause, aber ich glaube im normalen Keepcase. Und hier auch in der Mondo Steelbook Edition für unter 18 € finde ich völlig in Ordnung. Genau, hier sehen wir nochmal die Reihe hier. Riecht schon, ja, schon ganz schick. Hat was auf jeden Fall. Ja, wenn man die jetzt günstig sich abstauben kann, ist das auch nicht schlecht. So, dann Fall Guy. Yeah, genau, habe ich auch damals im Kino gesehen, fand ich sehr cool, hat Spaß gemacht. Hier haben wir die, finde ich auch, muss man sagen, erstmal sagen, es ist wirklich ein sehr geiles Cover, ehrlich gesagt. Also ich finde es richtig, richtig schick. Ich bin gerade nicht sicher, ob ich mir den jetzt schon gekauft habe auf Blu-ray oder ob ich noch warten wollte, bis der Preis sinkt, weil ich glaube, die normale Keepcase hat auch ungefähr so 20 € gekostet, weil es dann noch der Extended Cut mit drauf ist. Aber tatsächlich hätte ich Bock. Ja, ich muss mal schauen. Aber das Steelbook ist echt nicht schlecht, ehrlich gesagt. Vielleicht hole ich mir das. Auf jeden Fall. Aber es gibt ja noch die 4K-Variante. Die gibt es ja auch noch im schicken Steelbook. Und die kostet hier, wenn man hier schaut, gerade mal
nur in Anführungszeichen 26 Euro. Im Prinzip 6 Euro mehr. Jetzt ist natürlich die Frage, weil ich bin ja noch nicht so der 4K-Sammler. Also ich kaufe schon hier und da so Combo-Sachen mit Blu-ray und 4K. Aber ich schaue das meiste immer noch auf normaler Blu-ray einfach an, ob ich das brauche. Ob ich nicht bei dem normalen Blu-ray-Steelbook bleibe. Mal schauen. Auf jeden Fall, ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen. Macht wirklich Spaß. Ich finde es ein Ticken zu lang irgendwie, also im Kino zumindest. Und wenn der Film jetzt noch länger ist, wegen dem Extended Cut. Weil ich finde, das sind halt so Komödien, die müssen halt so schön kurz und knackig sein. Ne? Und der geht, glaube ich, ein Ticken zu lang, glaube ich. Ich glaube, genau 2,5 Stunden. Aber wie gesagt, das ist trotzdem sehr, sehr sehenswert, kann ich echt empfehlen. Hat natürlich mit der, es ist ja eine, quasi ein Reboot von Cold Sivers so ein bisschen, ne? Fall Guy. Aber hat damit eigentlich nicht viel zu tun. Also, im Prinzip schon natürlich die Art und Weise, ne, dass ein Stuntman quasi dem was aufklären soll und so weiter. Aber ist ein ganz anderer Style und ein anderer Charme und so weiter. Aber für sich allein gesehen definitiv sehenswert, finde ich. Macht richtig Spaß. So, wir haben schon gesehen, Mission Impossible 1. Geil, der Klassiker. Im Steelbook 4K und UHD, 4K und HD für gute 20 Euro. Ich bin gerade nicht sicher, ob es das schon mal irgendwo anders im Angebot gab. Aber fände ich jetzt eigentlich auch völlig okay, den Preis. Auf jeden Fall sehr cooler Film von Brian De Palma. Dann auch noch ein cooler Film, The Anchorman, die Legende von Ron Burgundy. Burgundy. Limited Collector's Edition, 4K und die Blu-ray. Und eine Bonus-Blu-ray noch dazu. Und das Ganze für sage und schreibe knapp 22 Euro. Finde ich, klingt jetzt erstmal auf den ersten Blick richtig gut. Geil wäre es ja, wenn der zweite Teil dabei wäre. Ist aber nicht, denke ich jetzt mal. Aber finde ich, wow, hier sieht man noch ein paar Postkarten, ein Booklet anscheinend oder sowas. Poster. Ist dann anscheinend so ein Pappschuber mit der Emery da drinne. Ja, die Emery ist natürlich ein bisschen, finde, die passt da nicht so rein. Hätte man ein schönes Steelbook oder so reinmachen können, ne? Aber ich finde, ja, also ich habe, glaube ich, alle beiden Teile schon auf normaler Blu-ray. Auf jeden Fall finde ich ein guter Preis. Kann man erstmal nichts sagen. Ja, ich meine, gutes Kleid, wenn man sich den Film einzeln kauft, den wird es irgendwann mal auch für 15 Euro geben auf 4K. Aber ich finde, so in der Edition ist es definitiv ein Preis, der ziemlich einen anlockt, sage ich jetzt mal. Dann Prey. Genau, Prey, der lief ja auf Disney Plus oder läuft ja immer noch. Da habe ich ihn auch das erste Mal gesehen und fand ihn auch damals cool, muss ich sagen. Das war ein ganz anderer Ansatz. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und da habe ich mir auch gleich die Blu-ray geholt. Oder, nee, Quatsch, das Steelbook. Ach Quatsch, das Steelbook habe ich ja mir geholt. Stimmt. Das habe ich hier ja auch unboxed auf meinem Kanal. Und auf jeden Fall ein cooler Film, finde ich. Hier ist anscheinend genau das Keep Case, 4K Keep Case mit der Blu-ray für 22 Euro. Jetzt können wir mal gucken, ob hier gibt es gar nicht mehr das D-Book. Okay. Das ist dann. Ah, hier, das ist das D-Book. Ach du, ja, okay. Also hier wird es für 85 Euro angeboten, aber man sieht schon hier auch neu ab 22 Euro. Gebraucht 30 Euro. Ist ja ein bisschen komisch. Jetzt schaue ich mal ganz kurz vorbei hier. Naja, komisch. Das wird irgendwie nicht richtig angezeigt. Naja, auf jeden Fall, das ist ein schickes D-Book. Kann man nicht meckern. Dann, ihr seht schon hier oben, am 22. November habe ich das hier gekauft. True Lies, wahre Lügen, der Klassiker von James Cameron in der 4K- und Blu-ray-Version mit dem Schuber und so weiter. Also hoffe ich zumindest, dass er dabei ist, aber ich glaube, müsste eigentlich noch dabei sein. Manchmal verändert sich das ja auch mit Auflage, dass dann die Schuber nicht mehr dabei sind. Genau, hier für 22,17 Euro. Habe ich gleich zugeschlagen, weil die Filme kamen ja alle, glaube ich, für 29,99 oder so raus ungefähr. Und das ist, glaube ich, der einzige der drei Cameron-Filme, die jetzt so günstig rauskamen. Also Alien und The Abyss sind, glaube ich, hier bei Amazon auch, glaube ich, für irgendwie, ich glaube, jetzt aktuell für 27, 26 Euro zu haben. Aber ich finde, ja, True Lies ist eher einer meiner Lieblingsfilme. Und dachte ich mir, holst du dir jetzt für 22, hast du dann ein bisschen safe mit der 4K-Version. Es ist ja jetzt auch recht neu die Blu-ray-Version rausgekommen. Kann ich auch nochmal schauen. Für 14,99, da ist dann quasi nur die Blu-ray-Version mit dabei. Habe ich letztens auch im Müller gesehen. Ist auch, finde ich, klar, ist auch in Ordnung, auch der Preis.
Vielleicht wird dir auf den Zehner auch mal fallen und so. Aber ich dachte mir jetzt, komm, holst du dir hier für 22 €. Kannst du dir ja holen, ist ja auch in Ordnung. Dann noch ein klassischer, ein Meisterregisseur, sagen wir mal so. John Carpenter. Ja, das war einer seiner ersten Filme. Ich glaube, damals auch fürs Fernsehen sogar gedreht. Das unsichtbare Auge. So ein bisschen so eine Art Hitchcock-styled Movie. Und ja, das ist halt im schicken Mediabook herausgekommen, was ich auch schon sehr, ja, schon länger auf dem Kieker habe, muss ich sagen. Aber mich immer noch nicht so richtig durchgerungen habe zu kaufen. Und genau, es gab es für knapp 30 € ursprünglich und wird jetzt für 24,37 € angeboten. Was auf jeden Fall in Ordnung ist. Ich meine, ich warte noch ein bisschen, ich weiß noch nicht. Ich muss den Film jetzt nicht unbedingt sofort in meiner Sammlung haben. Also er ist ja auch schon länger draußen. Ist ja seit Sommer, genau, Juni 24 ist er schon draußen. Also ich muss den jetzt auch nicht sofort sehen. Kann auch noch ein halbes Jahr warten und so. Kennt ihr das vielleicht? Also ich manchmal so Filme, die will man sofort haben. Sofort. Und ja, und dann gibt es Filme, wo man halt irgendwie sagt, ja, passt schon, irgendwann mal. Wenn der Preis okay ist, dann nehme ich es mit. So, und das letzte hier auf meiner Liste ist The Last of Us Staffel 1. Genau, die 4K mit inklusive Blu-ray Version für gute 30 €. Finde ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Originalpreis war. Also hier steht 45. Ich glaube, man hat es auch schon mal für 39 € gesehen oder so, oder 38, glaube ich. Aber finde ich, 30 € sind wirklich in Ordnung. Also ich finde für die Serie, die habe ich auf Sky habe ich die gesehen, genau. Die hat mir auf jeden Fall gefallen. Klar, haben sich ein bisschen mehr auf das Zwischenmenschliche konzentriert bei der Serie, ne? Bei dem Spiel hast du ja auch ein bisschen mehr Action noch und so weiter. Aber ich finde es echt eine gelungene ja, Verfilmung eines Spiels. Auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert, finde ich. Ich überlege halt selber nur, ob ich den jetzt brauche, zu Hause die Serie unbedingt. Das muss ich mir echt noch überlegen. Aber es ist echt ein cooler Preis, finde ich. Ja, auf jeden Fall very, very nice. So, denn was ist jetzt mit meinem kurzen Überblick? Also ich habe jetzt quasi nur so ein paar Sachen rausgesucht, die mich jetzt interessieren. Und da gibt es noch ganz, ganz viele andere Sachen zu entdecken auf Amazon. Ich habe jetzt unten auch ein paar Links auch mal reingepackt. Darüber könnt ihr auch gern gehen. Dann kommt er direkt auf die Seite. Und wenn nicht, dann guckt einfach auf Amazon so. Dann findet ihr auch die ganzen Sachen. Und ja, dann bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Und ich denke mal, das nächste Video könnte sein, weil ich habe ja hier auch was bestellt schon. Wie ihr gerade gesehen habt beim True Lies. Ja, und habe noch ein paar andere Sachen bestellt. Und ich denke mal, das Unboxing dazu könnte als nächstes kommen. Mal schauen. Je nachdem, wann das ankommt. Genau. Dann vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und bis bald.